Damit du die Gefahr eines Katers so gut es geht minimierst, gibt's heute von mir ein paar Tipps mit auf den Weg, damit du halt trinken kannst, ohne direkt im Hinterkopf haben zu müssen, dass du nächsten Morgen eine riesengroße Satellitenschüssel auf dem Kopf hast. Vielleicht kennst du ja folgende Situation. Du sitzt abends mit Freunden zusammen, nimmst den ersten Drink, den zweiten Drink, eigentlich wolltest du gar nichts trinken und aus zwei, drei Drinks werden dann doch 4, 5 oder 6. Und am nächsten Morgen folgt dann das unausweichliche Kopfschmerzen, Übelkeit und du fühlst dich einfach komplett elend. Und damit du nächsten Tag nicht komplett durchhängst und es dir komplett hundeelend geht, gibt es heute von mir einige Kater-Vorbeugetipps. Erster Tipp, ein fettiges Abendessen. Bevor du den Weinkeller von Freunden plünderst oder bevor du ein paar Drinks zu viel bei Freunden trinkst oder dir ein ganzes Bierdepot reinhaust, hau erstmal ordentlich beim Essen rein. Ein fettiges Abendessen ist einfach die Basis und die Grundlage dafür, dass du auch wirklich lange durchhältst. Und außerdem ist es so, dass eine fettige Mahlzeit vor dem Trinken dazu führt, dass der Alkohol langsamer aufgenommen wird. Und vielleicht kennst du das, du hast vielleicht mal nichts gegessen, ja, hast ein, zwei Drinks genommen und dann warst du vollkommen raus. Und genau das ist halt das Problem. Zweiter Tipp, trink Alkohol ohne viele Zusatzstoffe. Wähle einfach Getränke am Abend aus, die leicht verträglich sind. Versuche zum Beispiel auf Alkopops, ja, wo zum Beispiel wirklich viel Zucker drin ist und wirklich viele Zusatzstoffe drin sind, oder auch süßen Wein einfach wegzulassen. Versuch besser zum Beispiel Wodka zu trinken oder Gin zu trinken, das bestenfalls auch noch pur, wie meine russischen Homeboys, dann geht es dir nächsten Tag einfach wesentlich besser. Denn beispielsweise Wodka oder auch Gin, die enthalten halt weniger Zusatzstoffe und diese Zusatzstoffe können den Kater halt teilweise wirklich noch verschlimmern. Gerade zum Beispiel auch bei Alkopops, wo auch zum Beispiel viel Zucker drin ist, viele Zusatzstoffe drin sind und wenn du zum Beispiel durcheinander trinkst, dann kann es unter Umständen sein, dass du einfach wirklich einen riesen Schädel hast und dass der, gerade bei so Alkopops, der Alkoholgehalt auch relativ schnell in dein Blut reingeht, schneller als bei anderen alkoholischen Getränken. Dritter Tipp, Wasser nicht vergessen. Wasser ist so unfassbar wichtig, um einen Kater vorzubeugen. Das bedeutet, im Laufe des Abends kannst du ja zum Beispiel manchmal auch ein Wasser noch dazu trinken. Oder wenn du zum Beispiel dir als Credo gibst, niemals eine Party mit einem letzten Drink abschließen, sondern eine Party immer mit einem Wasser abschließen. Heißt, bevor du zu Bett gehst oder bevor du die Party verlässt, trink einfach nochmal einen halben Liter Wasser. Das wird dem Kater definitiv vorbeugen. Viertens, gönn dir salzige Snacks. Um den Mineralhaushalt konstant zu halten, ist es auch gut, wenn du zwischenzeitlich einfach mal dir ein paar salzige Snacks gönnst. Egal, ob es Salzstangen sind oder Chips sind, Nüsse sind, versuch dir einfach zwischenzeitlich einfach ein bisschen was reinzuhauen, egal was du gerade schnabulieren kannst. Ich kann dir sagen, das kann dich tatsächlich über einen kompletten Abend hinweg wirklich retten. Gerade dann, wenn du vielleicht auch keine fettige Mahlzeit vorab gehabt hast, ist es wirklich wichtig, dass du dir einfach zwischenzeitlich einfach mal ein bisschen was reinpfeifst. Fünfter Tipp, alkoholfreie Drinks. Das ist jetzt zugegebenermaßen kein Kater-Vorbeugetipp, aber es ist zumindest eine Alternative. Und gerade zum Beispiel, wenn du Biertrinker bist und du trinkst den ganzen Abend lang Bier, dann versuch einfach hin und wieder auch mal ein alkoholfreies Bier mit einzumischen. Ja, wenn du zum Beispiel zwei Bier trinkst und ein alkoholfreies Bier, das ist einfach ja, für den Kater am nächsten Morgen wesentlich angenehmer, denn so kannst du einfach den Kater wirklich minimieren und es tut dir auch nicht weh, wenn du zwischenzeitlich einfach mal ein alkoholfreies Bier trinkst und den meisten Leuten fällt das ja noch nicht mal auf und dir vermutlich auch nicht, aber wenn du es nicht machst, fällt es dir nächsten Morgen auf. Und Leute, bitte denkt dran. Wenn ihr Alkohol trinkt, dann trinkt Alkohol bitte in Maßen, übertreibt es nicht mit dem Alkohol und setzt euch einfach, was das Alkoholtrinken angeht, einfach eine ganz klare Grenze. Und wenn du die Tipps aus dem heutigen Video beherzigst, da bin ich mir sicher, dann wird dein Kater am nächsten Morgen ganz sicher etwas geringer ausfallen.